Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärvideo für die NerdCon. Diesmal geht alles über Discord. Discord ist ein kleines Programm, mit dem man online miteinander sprechen kann. Man kann sich Daten zuschicken und man kann sich auch sehen, wenn man eine Webcam hat. Ihr könnt es euch herunterladen und ihr könnt es auch stattdessen, wenn ihr das nicht wollt, einfach im Webbrowser öffnen, dann müsst ihr nichts herunterladen. Ihr müsst euch nur einmal gratis anmelden mit einer E-Mail-Adresse. Dann habt ihr einen Account im Discord. Dann müsst ihr als nächstes nur noch unseren Server auf Discord finden. Da könnt ihr hier einfach auf unserer Homepage hier draufklicken und dann, da wo Discord steht, und dann landet ihr automatisch im Discord bei uns auf dem Server. Ihr werdet, wenn ihr das im Browser installiert habt, selbst dorthin weitergeleitet, dann öffnet sich da bei euch im Browser ein Tab und wenn ihr die App heruntergeladen habt, dann öffnet sich dort entsprechend die App. Und das sieht dann so aus bei uns. Wir haben hier den NerdCon Server, es gibt hier verschiedene Kanäle. Für euch vielleicht ganz wichtig ist erst einmal der Infostand. Der Infostand, das ist dort, wo ihr alle möglichen Informationen bekommt rund um die NerdCon. Ihr könnt hier dran erkennen, wenn so eine Raute da vorne steht, dann ist das ein Textkanal. Dann könnt ihr dort Sachen hineinschreiben. Wenn ein Lautsprecher da vorne ist, dann ist das ein Sprachkanal. Wenn ihr hier klickt, dann kann man euch hören und sehen, beziehungsweise alle, die in diesem Sprachkanal sind, können euch hören und sehen. Wenn die Con läuft, befinden sich hier im Infostand auch immer nette Leute, die nur dafür da sind, euch Fragen zu beantworten. Und die helfen euch bei allem, worum es hier bei der NerdCon geht. Wenn ihr eure Runde nicht findet, wenn ihr eine Runde aufmachen wollt, wenn euch irgendetwas nicht passt, wenn ihr Feedback habt, ihr könnt jederzeit zu uns kommen. Wir sind immer an euch interessiert. Aber worum geht es jetzt hier in dem Video? Es geht jetzt hier um die Spielrunden. Hier gibt es die Abteilung Spielrunden. Ihr müsst aufpassen, hier es gibt so ein Häkchen, damit könnt ihr Kanäle ein- und ausklappen. Wir haben hier für die verschiedenen Tage die Spielrunden angemeldet. Wir haben jetzt hier Freitag, Samstag unterteilt in Runden bis 18 und nach 18 Uhr und die Sonntagsrunden. Wenn noch viele neue Runden dazukommen, kann es sein, dass wir das auch noch weiter unterteilen. Sagen wir mal, ihr wollt euch für Sonntag in eine Runde eintragen. Hier seht ihr die ganzen Runden, die bisher für Sonntag angemeldet sind. Es steht hier oben, was für ein System gespielt wird. Es gibt eine Beschreibung von dem, was euch erwartet, wann es stattfindet und wo und wie viele Spieler es gibt. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Nehmen wir mal hier, zum Beispiel hier, von Olof die Geschichtenerzählrunde. Ich sehe hier, 5 Leute können mitmachen. Das sieht man hier in dem Reserviert, 0 von 5. Und dann kann ich hier unten klicken. Wenn ich jetzt hier, jetzt wird es auch deutlich angezeigt, auf dieses Plus klicke, seht ihr, dann stehe ich hier in dieser Runde drin. Dann ist dieser Platz für mich reserviert. Ich mache jetzt bei Olofs Geschichtenerzählrunde mit. Und wenn ich jetzt feststelle, ach Mist, Sonntag 14 Uhr kann ich ja gar nicht. Ah, was mache ich? Dann klickt ihr hier auf dieses Minuszeichen und dann seid ihr aus der Runde wieder ausgetragen. Bitte spielt da nicht einfach nur drin rum. Also tragt euch in die Runden ein, wenn ihr relativ sicher seid, dass ihr dort mitmachen wollt. Sonst wird das Ganze ein bisschen chaotisch. Wo findet ihr die Runden? Die Runden finden hier auf dem Discord-Server statt. Da müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Es gibt hier unsere Aussteller, unsere Künstler. Es gibt hier die Workshops. Und dann gibt es hier die Tische. Hier in diesen Tischen, da finden dann eure Runden statt. Euch wird dann mitgeteilt, an welchen Tisch ihr gehen müsst. Also wenn zum Beispiel eure Runde an Tisch 5 ist, dann klickt ihr hier auf den Sprachkanal und dann seid ihr in eurer Runde drin. Eigentlich ganz einfach, wie gesagt, nur ein einziger Klick und ihr seid mit dabei. Wie gesagt, hier oben die Spielrunden, das hier ist euer Freund,
Hier oben gibt es nochmal einen Kanal, da schreiben wir auch nochmal schriftlich alles rein, was ich euch gerade jetzt erzählt habe, aber vielleicht der eine oder andere, der Discord noch nie benutzt hat, vielleicht hilft das dem auch. Eine kleine Bitte noch, wenn es bei euch zu Hause irgendwie laut ist, wenn die Nachbarn gerade bohren, ihr könnt hier in diesen Einstellungen, könnt ihr hier auf Sprach- und Videochat gehen und da könnt ihr viele Sachen einstellen. Ihr könnt unter anderem hier auf Push-to-Talk gehen, dann hört man euch nur, wenn ihr eine Taste drückt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, das könnt ihr euch frei einstellen, ich nehme hier die Taste Y, dann hört man mich nur, wenn ich auch auf die Y-Taste drücke und sonst nicht. Das funktioniert auch im Webbrowser. Dann kommt hier also erstmal so eine Fehlerbox, wo euch das Programm sagt, hey, ihr könnt auch die App runterladen. Das könnt ihr ignorieren. Wenn ihr auf OK drückt, dann könnt ihr Push-to-Talk auch hier im Webbrowser benutzen. Eine genaue Erklärung, was man mit Discord alles machen kann und wie das funktioniert. Da gibt es ganz viele Videos im Internet. Ich werde jetzt hier unten drunter auch noch ein Erklärvideo für Discord verlinken. Aber ich wollte euch jetzt erstmal nur ein bisschen hier den Nordcon-Kanal zeigen. Und dann hoffe ich, dass wir uns am Wochenende alle sehen. Bis zur Nordcon. Viel, viel Spaß!